Das war ein Erdbeben, oder etwa nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Guarda war zu mir gesprochen. Sie erzählte von etwas sehr Wichtigem. Genau, das war es. Ja, okay, das lese ich nicht nochmal vor. Diesen Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Guarda weiß es. Sie weiß, warum ich zu einem Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meint sie damit? Erstmal gehen wir raus. Quatsch mit Glumanda. Dem müssen wir das wahrscheinlich auch erzählen. Come on, Green. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Ach, natürlich. Es geht um das Erdbeben vorhin, stimmt's? Genauso besorgt bist wie ich. Simsa, das Team ist noch nicht zurückgekehrt. Man sagt, Groudon sei furchtbar stark. Das macht mir Angst. Allerdings ist Simsa das Team aber auch sehr stark. Die packen das schon. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsala sich um Groudon kümmert. Uns bleibt also nichts weiter übrig, als uns um Geduld zu üben und zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns das Retterteam ein allerbestes geben. Wohin genau und Iso? Also ich bin Iso und das ist wohin genau? Genau, wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett von Philippa Post angebracht. Genau. Bitte seh doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Genau. Oh Mann, bitte helft uns. Wir müssen jetzt los. Ist so. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh nein. Gott, wie schlecht diese Rotwitze war. Also, das sind jetzt dieses kleine Pokémon eben. Wie ist der Junge noch gleich? Ist so. Er wollte das für uns. Deshalb ein Rettungsrat ans Volk bringt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nichts wie auf zur Pelipper Post. Oh, sehr gut. Ich kann den schnellen Weg benutzen. Infobrett. Stahlberg. Knoblauch, Regenbogengummi, Zitruira. Ah. Auf dem Infobrett steht, erteilt dem Menki eine Lektion. Habt ihr den Auftrag dort ausgehängt? Ja, ist so. Genau. Eine Bande von aggressiven Menki. Oh, Menki. Ja, nice. Das ist auch gut. Treibt in unserem Wald ein Unwesen. Die sind völlig außer Rand und Band und machen uns so das Leben schwer. Ganz genau. Wir haben keine Ahnung, was denn über die Leber gelaufen ist. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Genau. Oh Gott, Alter, ich krieg's kurz. Das ist in der Tat ein Problem. Dream, darum kümmern wir uns. Jo, auf jeden Fall. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Ist so. Genau. Oh Gott. Zu dem Ort annehmen. Du hättest nur Zugang zu dem Ort annehmen, geh und gehen treiben. Der Tumultwald steht jetzt zur Erkundung offen. Sehr geil. Aber noch nicht das, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte jetzt erstmal noch weitere Sachen machen. Stillklamm, Regenbogen, Feuerwerk. So, ich lasse die ganz kleinen Sachen mal raus. Ich gucke jetzt nochmal hier schön das Mobi. Genau, das Mobi-Boots, die Mobi-Boots, das Mobi an. Ach, verdammt. Ich bin... Ja, jetzt reicht's aber. Wir gehen nochmal rein, dann sind wir nämlich schon näher an dem Pokémon-Platz. So, ein Zahn, ein Getreugeschenk, ein Apfel, sehr schön. Nein, nicht mit Glumanda reden. Ich möchte mit Kangama reden, ja, danke. Ich möchte lagern, und zwar das. Uff. Davon zwei. Das. Ja. achso, warte mal, ich habe ja Dings bekommen, ne? Ne, nicht lagern. Stopp. Ich will nichts einlagern, ich möchte was abholen.
nur eins. Okay, nee, das lohnt man nicht, das zu verkaufen. Den ganzen Kram irgendwann mal zusammen verkaufen. So. Was tun wir denn? Da hinten ist der Tumultwald. Das ist schön für den Tumultwald. Tumultwald haben wir eins. Dragoran als Supergegner. Ratzratz, Horn, Leo, Zubatwa, Nidoran, weiblich, Paras und Dodo. Dann wollen wir uns doch mal hier noch ein paar neue Pokémon sichern, oder? Hoffentlich. Das wäre schön. Auftraggeber, das ist auch eine schöne Partie. Jetzt wird ja auch noch eine Doppelladung. Oh! Wurf-Item Plus und ich habe es noch nicht im Camp. Na, siehst du, da haben wir doch unser nächstes Pokémon. Perfekt. Ratzfatzlose Besitzwurf-Item. Und Taubsi haben wir schon, glaube ich. Ne? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja. Ich weiß nicht, ob unser Taubsi. Ja, doch, unser Taubsi hatte auch was. Das habe ich aus der Quest gekriegt, glaube ich. Also, unser Taubsi könnte auch noch was. Huch. Hoppala. Oh no, nicht vergiftet sein Pikachu. Oh, ist auch nicht so schlimm. Nein. Das ist jetzt nicht so wild. Ah, siehst du, genau deswegen. Ich dachte es mir schon. Oh no. Nein. Oh Gott. Oh, komm, Pikachu, bitte. Oh, Glumanda, warum drehst du dich denn nicht um und machst irgendwas? Nein. Boah, ist das nervig. Pikachu, bist du mal langsam irgendwann nicht mehr verwirrt? Das ist ja nervig. Oh, warte mal. Und die Frage wäre dann immer mit. Nagian, nein. Meine Güte. Ja, jetzt ist Pikachu nämlich nicht mehr vergiftet. Heilige Kacke. Nidoran wird nicht erreicht. Klar, falsch ist auf Pikachu. Naja, klar. Danke. Das ist ein Schlafsamen. Das ist ein Taubsi. Guck mal, ich kann auch Ruck zu tun. Da macht keiner mehr Schaden. Nidoran gefunden. Oh, ich kann langsam nicht mehr sitzen. Ah, glaube ich, auch der letzte Dungeon, den ich heute mache. Und tschüss, Nidoran, wenn nicht. Nein. Geh weg. Auf Platz. Nö, Taubsi. Nein, ich hab dich schon. Geh weg. Ja, perfekt. Ja. Seltsam, wir können hier nicht direkt einen Miraplan nehmen uns. Das ist sehr gut. So, jo, mach bloß keine Attacke, die sinnvoll wäre, ne? Ach so. Eisenschweif. So. So, Plus und Minus sind nebeneinander, damit ist das erledigt. Dann geht mir das auch schon mal nicht mehr auf den Keks. Sechs Aufgaben waren es hier, glaube ich. Sechs Aufträge. Hey, Paras. Oh, na, warum machst du denn ruckzuck hier? Sehr doof. So, Elektroattacke und tschüss. Yay, Paras mitkommt, das ist gut. Ich habe nämlich noch kein Paras. Si, Signora, darfst du gerne mitkommen. Ich habe, glaube ich, noch kein Quapsel. Darfst auch gerne mitkommen, wenn du möchtest. Ah, oh Gott, perfekt. Ach, Quapsel habe ich schon. So, noch Stärke. Hat mein Quapsel eine? Ich weiß es nicht. Ich nehme es meistens mit. Bonita! Haben will.
Nein. Mist. Ja, klar. Der Interview mit ihrer Plauer schon vorhin. Wie zu erwarten war. Gibt's hier irgendwo noch meine... Ah, hier. Gibt's da einen Weg? Seltsam Höhle. Was ist das? Ein böses Kopf? Ist das? Achso, die Rätselbox ist hier. Ja, die Rätselbox steht direkt neben mir. Oh, hör doch mal auf Ratzfatz zu schießen. Nein, nicht auf Ratzfatz. Ja, so ist gut. So, damit haben wir das auch. Perfekt. Ja, es gibt noch unerledigte Dinge, das weiß ich. Sind drei Pokémon hintereinander unterwegs. Oh, ein Mirapla. Toll. Wieso mache ich eigentlich nicht mehr? Rückzugheb. Eisenschweif verfehlt. Ja, sehr gut. Blumann, dann mach das mal bitte weg. Danke. Oh, Paras, komm mal her. Ja, Stinker. Aha. So sieht's aus. Wenn die sich gegenseitig begegnen, dann drehen die auch ab, alles klar. Oh, da ist ein Pony, der entschlafen ist. Ein Schweif. Ja. Da ist ein... Ui, da sind zwei große Pokémon und da ist ein Dodo. Warte mal, ist das hier nicht das, wo es auch Onyx gibt? Ja, ne? Ist der Weg? Das sind bestimmt zwei. Ja, ich dachte es mir schon. Zwei Onyx. Und Onyx möchte mitkommen. Ja, perfekt. Dann komm mal mit, mein Junge. Fluch. Oh, Strauchler. Mach das mal weg. Zwei Äpfel. Das ist nice. Kann ich mal einen von essen. So. Das waren aber noch gar nicht die Äpfel, glaube ich, ne? Weil ich habe das hier noch nicht sortiert. Ne, das sind noch zwei. So, der große Kreis da hinten ist ohne nichts. Sieht so gut aus. Dodo. Auf Wiedersehen. Haben wir das auch erledigt. Perfekt. Next. Tschu. Dann schon lassen. Gibt es noch mindestens einen unerledigten Auftrag? Na dann, nein. Ah, schade. Alles klar, da ist wer aufgestiegen. Und zwar Pikachu? Ne, Glumanda. Glumanda ist Level 25. Versucht Feuerzahn zu erlernen. Das ist eine Mini-Attacke wahrscheinlich, ne? Guck mal, hier war ein Biss weg. Oh, hoppala. Ja. Das ist eine Mini-Attacke, ne? Aber... sein, dass hier vielleicht auch noch... Ah, da ist Owei auch noch. Ich habe aber schon Owei, okay, alles klar. Und das hat keinen Skillpunkt, deswegen kannst du hier bleiben. Und da ist auch nur noch ein Owei. Das kämpft da hinten, alles klar. Jetzt gab ein Nebulak wurde besiegt. Nein! Gibt's Nebulax? Oh, damit, warum? Da! Wer vom Teufel spricht. Komm, schade. Onyx, du bist im Weg. Da will ich lang. Ja, danke. Mhm. Möchte weitergehen. Seltsame Höhle. Ein Schlob. Ja. Verfehlt, das ist uncool. Ja, nochmal Hypnose. Ist okay. Ist aber down, ne? Das ist down. Bitte, nochmal. Das ist auch so ein Strauchlappen, bist du besiegt.
auch noch mitkommen. Nein. Du kannst auch nichts, also darfst du auch hier bleiben. Also wenn du kannst nichts, meine ich. Du hast keinen Skill. Kein Bonus-Skill. Ach, ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir ab. Ja. Nein. Wie das ist? Und gleich noch einen hinterher. Ja! Ja, Nebulab möchte mitkommen. Das ist gut. Und es kann Harmonie. Und das ist ja richtig gut. Das heißt, ich habe theoretisch auch einen Gänger, das Harmonie kann. So, ich glaube, das war's. Lol. Es ist tatsächlich einfach in der Wand drin. Medici sucht diese Rätselbox. Auftrag abgeschlossen. Auftrag hier bei Medici, bla bla. In diesem Dungeon gibt es zumindest 10 unerledigten Auftrag. Alter Schwede, wie viele Pokémon hinter mir herlaufen. Und ich hätte was aufgelesen, aber perfekt. Hier. Und. Okay. Dann oben. Lass mich mal durch. Nix, du stehst mir immer noch im Weg. Oh, hoppala. Wo sind denn die anderen? Warum stehen denn die anderen noch da unten? Schlecker, Paket. Loser. Loser. Schlecker. Pikachu, du könntest mal aufwachen. Hoppala. Huch, was ist mit ihm los? Wir sind hier. Wo ist denn der Rest der Bande? Da hinten irgendwo, ganz hinten irgendwo. Da hinten ist noch nichts gespawnt. Ne? Da ist der Weg. Ja, weiter gehen. Da haben wir Quiekel. Ach, Quiekel ist sogar direkt. Ach, da oben ist Quiekel. Pinsel. Ich kann aber, glaube ich, sowieso kein Pokémon mehr mitnehmen jetzt. Ich habe noch 5 Gefährten jetzt mit dabei. Quiekel. Auftrag abgeschlossen. Danke, komm später zur Pinpost. Oh, ich bin durch. Alles klar. Ja. Dungeon wurde verlassen. Damit haben wir Schwarzholz. Und nein, möchte ich nicht. Quapsel. Solo-Stärke. Ja. Und nein, noch Quapsel. Wir bekommen keinen Spitznamen. Jetzt kommt noch Onyx. Ja. Aber auch Onyx. Nein, wir bekommen keinen Spitznamen. Nibulak. Victor Harmonie. Das ist halt richtig gut. Ja, möchte ich auf jeden Fall hinzufügen. Und nein, auch Nebulak bekommt keinen Spitznamen. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Noch ein Goldband. Perfekter Monora. Kein Gamma-Lager geschickt. Der Leute trappelt 50 Punkte. Bumpel. Die Rätselbox gebracht. Hier ist deine Belohnung. Noch ein Goldband. So, nochmal 50 Punkte. Minun. Regenbogen. 50 Rettungspunkte. Mediti. Rätselbox. Knuddel auf Orb. Kann ich nochmal geschickt. Silber. Immer noch. Mediti möchte beitreten. Mediti ist dem Team einfach beigetreten. Aufschwatzen. Nein, krieg keinen Spitznamen. Nidoran männlich, das ist meine Belohnung. Mini-Silbersamen, 50, 100. Kamalau geschickt, Drillgang, 50 Punkte. Und Quiekel noch als letztes.
Hui. Kraftbänder, Intensivticket und Intensivticket. 50 Punkte nochmal. Ja, auch bald den Goldrang. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. So, ich werde jetzt nochmal kurz, weil ich nämlich hier gleich danach Schluss machen werde, werde ich den Rest jetzt auch noch mit aufnehmen, diese Aufnahme packen. Morgen Dream, gestern war echt ein Reinfall. Wir sollten uns heute ganz besonders ins Zeug legen. Höhe. Nichts hört zum Tumult für das. Oh, nein. Ja genau, Philippa, gib mir mal noch ein paar mehr Aufträge. Puh. Nach der Post schauen. Ein Klirrberg. C. Dann nehmen wir doch den Fallen. Jean und Schlichter 2. Glorak äußerte sich vor zu den Ereignissen. Das dachte ich mir von Anfang an. Hahaha. Despot verfügt ihn zu, dieser Schurke Gang an. So kommt er uns nicht davon. Es hat noch ein Nachspiel. Azurill. Der Briefkasten ist leer. So, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe ja irgendwo auch doppelte Pokémon jetzt schon, ne? Hier genau, Mediti zum Beispiel. Gummi ist ein Verstärkungsspezial, verabschieden. Alles klar, da kann man das auch gehen lassen. 27. Und das hier ist das andere Mediti, naja. Das hier hat aber dafür aufschwatzen. Oh, hoppala. Das hier, hat das was? Verpflegung, ja, das ist besser, glaube ich. Auf Wiedersehen. Ja. Ich kann ja, glaube ich, immer nur eine bestimmte Anzahl an Pokémon in eins der Reservate packen. Bereiche packen, wie auch immer. Genau, zum Beispiel auch zwei Hornlings drin, wenn das kompletter Sinn ist. Fähigkeit Puderabwehr. Pokémon von einem Angriffsattacker getroffen ist, ist da, aber kein Talent. Das Hornlio hat Gegenheilkraft. Erhöht bei allen Teammitgliedern die Geschwindigkeit, mit der sie ihre KP regenerieren. Ja, alles klar. Das heißt, leider muss das höherlevelige Hornlio leider gehen. Ich gucke mir die Bilder nicht an, die sind echt traurig. So. Topsyto, Ariados, Paras, Sichlor, Mirapla, Owai, Kokowai, Sonnenkern und Sonnenflora. Ja, schon ein paar Entwicklungen mit drin, das ist ja nice. Quapsel. Durchsetzungskraft. Ermöglicht es allen Teammitgliedern, Attacke Schaden anzurichten, selbst wenn sie sonst aufgrund gewisser Fähigkeiten oder durch Typen Nachteil wirkungslos oder nicht effektiv werden. Okay, das ist nicht schlecht. Was könnte das Solo stärker? Macht alle Teammitglieder, die getrennt vom Rest des Teams unterwegs sind, viel stärker. Dafür müsste das ja komplett separiert werden. Das möchte ich nicht. Also werde ich wahrscheinlich das Kapsel hier verabschieden. Das andere ist besser. Jo. Kapsel das Team verlassen. So. Magnium, Noctuska, Tamel und Nebulak und Absol. Finsterkamm. Gut. So. Dann nehmen wir noch kurz die Aufträge an. Wenn wir morgen oder so spielen, dann direkt starten können. Infobrett. Kleiner, nein, ich werde nichts von Kleinen annehmen. Stilkamm, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Goldband Klirrberg. Das nehmen wir mit. Etwas Besonderes. Oh, ich krieg da einen Habitat. Sehr gut. So. Ja, jetzt Stilklamm noch mit. Surfaus ist auch F. Etwas Besonderes. Er schließt Zickzack sich uns an. Aber ich glaube, wir haben schon Zickzacks. Haben wir schon Zickzacks? Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. So, dann können wir nochmal kurz hier alles machen. Ja, das bisschen lagern wir noch ein. Top Eater. Okay.
Lagern. Drei Äpfel reichen. Drei Top-Ether reichen. Dann haben wir noch Persipire, Fragia-Beere, den Samen nehmen wir noch raus. Jo, und dann war es das. Abholen möchte ich gerne noch. Die hier. Das war's eigentlich, oder? Ah, verdammt. So, dann können wir jetzt einmal. Geh weg. Das Ganze einmal kurz verkaufen. Yes, Sir. Und dann hole ich mir noch kurz ein neues. So. Ein neues Habitat, noch ein neues Camp. Giftsumpf. 9000 kann ich nicht. Den Gletscherfluss könnte ich machen. Ich glaube, ich nehme den Shit-Pad-Teich. Könnte ich nicht nach Zura reinschmeißen. Das ist gut. Tada! Mit Schreiter werden Rettungsteam erschließen. Nein, möchte ich nicht. Dankeschön. Das möchte ich mir auch nicht anhören. Nein, geh weg. Nein, nicht Miraplan. Ja. Genau, Snobby Cut. Bei Snobby Cat möchte ich das gerne einzahlen. So, dann. Gehen wir zurück mal hier und stellen uns jetzt hier vorne hin. Und. Speichern uns im Startmenü. Ja. Gut, damit soll es das erstmal für heute wieder gewesen sein. Wir haben Zapdos, Arctos, Lavados. Okay. Da sind dann irgendwie ganze. Oh, warte mal, das sind Story-Bereiche, oder? Oh Gott, das ist ja noch so viel. Na dann, haben wir noch einiges vor uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das auf YouTube guckt und für die Leute im Stream. Gute Nacht. Haut rein.